Swell TV. Stream what you really like. Was glaubt Janine, was in der Box ist, Caleb? Ich weiß es nicht, aber sie testet Unbestimmte. Sie sucht nach einem, der sie öffnen kann. Findet sie. Jeden einzelnen von ihnen. Der erste Teil der Romanadaption Die Bestimmung überzeugte mit einer tollen Hauptdarstellerin. Die gibt es im Nachfolger immer noch. Aber leider verliert sich Die Bestimmung in Sergeant über weite Strecken in einer naiven Teenie-Sci-Fi-Mixtur. Hoffentlich wird das in den Teilen 3 und 4 besser. Du bist eine Diebin? Nein. Was bist du denn sonst? Ich bin böse. Ein iranischer Film noir über Vampire? A Girl Walks Home Alone at Night zeigt, dass das hervorragend funktionieren kann. Mit wunderbaren Protagonisten thematisiert das kunstfertige Schwarz-Weiß-Werk die Einsamkeit des Individuums in menschenfeindlichen Verhältnissen. Ich hab grad deinen Jungen getötet, Sean. Ich hab Danny getötet. Ich muss es tun. Er wollte meinen Sohn erschießen. Liam Neeson gibt in Run All Night mal wieder einen alternden Einzelgänger. Als Ex-Auftragskiller muss er eine Rechnung begleichen und begibt sich auf einen Rachefeldzug. Überraschungen sollte man von der klassischen Action-Thriller-Kost nicht erwarten. Tod in den Wiesn! Es lebe der Punk! Oskar Röhler gelingt mit seiner Groteske Tod den Hippies, es lebe der Punk, eine Hommage an das West-Berlin der 80er Jahre. Dem damaligen Punk-Lebensgefühl wird er durch anarchische Provokation gerecht, die fast an einen Helge-Schneider-Film erinnert. Swirl TV, ein Programmguide, der unterhält und eine Suchmaschine, die findet. Alle Filme und Serien auf Video on Demand.